Moin John und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den 040 Barbecue Bus. Heute machen wir... Endlich ist es soweit. Beef Short Ribs. Zwei Stück. Ne? Damit ihr das auch lohnt. 3,5 Kilo. Auf dem Masterbuild Gravity 800. Heute wird gesmoked. Da liegt schon ein kleines Häufchen Holz. Kirsche. Kirsche. Solche Chunks übrigens. Ja, also nicht hier so Philippans. Wenn ihr fragt, wo die her sind, die sind aus dem Garten von meinem Vater. Der genau. Hat seine Kirsche ein bisschen gestutzt und habe ich natürlich gleich genutzt und habe mir das dementsprechend dann auch fertig gemacht, das Holz zum Smoken. Genau, wir werden das Ganze heute über Nacht machen. Sprich, es ist jetzt 18 Uhr. Knapp 18 Uhr, was sagt die Uhr? Ja, doch 5 vor 18 Uhr, ja. Wir werden den gleich einriegeln, das zeigen wir euch dann alles in einem kleinen Zusammenschnitt. Gesmoked wird, wie gesagt, mit Kirschholz. Das Ganze wird so dauern 12 bis 16 Stunden, je nach dem, was das Fleisch schon macht. 110 Grad ist so die Temperatur, die wir haben wollen. Nicht mehr. Genau. Das macht er auch ganz gut, ne? Die dicke Bertha. Die dicke Bertha ist da sehr zuverlässig. Ist da sehr zuverlässig, das haben wir ja nun festgestellt. Der wird hier auch fleißig genutzt, außerhalb der Videos. Deswegen ist das hier auch schon alles nicht mehr ganz so neu. Ne? Also die werden auch nicht nur für die Videos benutzt, die Grills. Ne? Die laufen die hier fast täglich. Die auch so dazu benutzt werden. Genau, die laufen hier fast täglich. Ja. Ich würde sagen, wir parieren hier einmal, ihr seht das, wir haben ja noch so Fett und Sehne. Das pariert Jan gleich einmal runter. Man muss ja ein bisschen gehandicapt. Ja, ich krieg das auch hin, aber das sieht schöner aus für euch, wenn ich das nicht mache. Sagst du so? Nein. Wer weiß, ob ich das gut mache. Ich bin da ja auch kein Profi drin, aber ich gebe mir Mühe. Ich bin heute mehr für den Grill zuständig. Genau. Und Jan kümmert sich einmal heute um das Fleisch. Und danach werde ich genießen und ein bisschen B-Roll und so machen. Genau. Also, viel Spaß dabei. Seid gespannt, es geht los. Erstmal den durchstellen. Wir haben so lange darauf gewartet selber. Oh jetzt ja, ist es soweit. Jetzt geht's endlich los. So, wir starten jetzt mit dem Parieren. Versuchen den Fettdeckel ein bisschen abzubekommen. Dafür nehme ich das hier am Ende. Und dann wird das immer nur ganz leicht eingeritzt. Damit man das dann auch schön runterbekommt. Wichtig ist immer anzuheben. Ein scharfes Messer empfiehlt sich dafür auch sehr gut. Und wenn ihr das anhebt, dann sieht man schon, zieht sich das schon von alleine. Ich bin so gespannt. Also die dicke Bäder stellen wir dann hier unter dem Pavillon, falls es Regen gibt. Im Moment ist das ja so ein bisschen durchwachsenes Wetter hier in Hamburg. Ist ja auch Herbst. Ne? Und der wird hier aber trotzdem heute Nacht laufen. Ich werde wahrscheinlich kein Auge zumachen, wie ich mich kenne. Ich schon. Mein Handy wird neben mir liegen. Das Ganze kann man ja App steuern. Falls die Kohle doch alle sein sollte, kriege ich Bescheid, wenn das zu stark abfällt. Genau. Und dann morgen früh, morgen Vormittag ist es dann, denke ich mal, soweit. Und dann kommen die eh noch mal für 2-3 Stunden in die Kühlbox, also in eine Warmhaltebox in dem Fall, in eine Styroporbox. Und da können sie dann nochmal eingeschlagen im Backpapier ein bisschen liegen und ein bisschen ruhen. Bisschen ruhen auf jeden genau, Fall. Ein bisschen entspannen. So, bist schon fertig. Hammer, Digga, wie du das so machst. Jetzt wird er aber kleinlich hier. Ja, normal. Soll ja gut aussehen, ne? Ja, fantastisch. So, dann nehmen wir jetzt doch den Löffel. Ja, den Löffel, den habe ich gesucht. Ich habe dir hier auch schon was vorbereitet, als nice. deine boah, dickbrüstige Assistentin. Ne? Das ist aber... Ja, genau, deswegen, mein Lieber. Aber eine heftige Silberhaut. Das ist gar nicht mal so einfach beim Beef Short Rib. Warte, so. Wenn man rankommt... Ja. Yeah. Nee, ich hab Grip. Ja, er hat Grip. Ich muss das nur einmal abgetrennt bekommen. Er nimmt das eh gleich. Ja, okay, gib her. Und? Ja. Ah, siehst du wohl? So. Das hat schon. Aber ist deutlich schwieriger abzumachen als, beim als bei Schweineribs. Es so. Ist einfach, ja.
das größere Tier. Das stimmt. Wir machen das Ganze ganz klassisch Salz und Pfeffer. Ne? Ja. Hat uns beim letzten Mal auch super geschmeckt, einfach nur, wir werden dazu morgen noch irgendwie einen Salat essen oder irgendwas. Oder auch einfach nichts. Nö, einfach so. Und es langt auch einfach. Also beim letzten Mal. Die kannst du ja von der Unterseite auch nochmal würzen. Die kann ich auch von der Unterseite nochmal würzen. Dann will ich das dadurch, mal machen, dass jetzt die Silberhaut ab ist, sollte da ja jetzt auch ein bisschen was rankommen. Dann mach ich das mal eben. Genau. In Hamburg macht man ja. Na, in Hamburg tut man nicht, in Hamburg macht man. Schön Pfeffer und Salz drüber. Und tut macht die Eisenbahn, oder wie war das? Genau. Oh. Man hätte ja auch was im Mörser vorbereiten können, so eine Dalmatiner-Mischung, aber... Denn walte deines Amtes. Ja. Kannst du noch mal schön... Die Mühle läuft gleich heiß hier. Ja. Da riecht man schon den Pfeffer. Die muss auch noch würzen. Ja, ne? Das mach ich gleich. Ja, okay, dann. Ich helf dir mal, ne? Dann wechsel mal den Arm, Alter. Mir fällt er nicht gleich ab. So, schön Salz und Pfeffern. Ist auch viel Fleisch, also da kann auch ein bisschen Salz und Pfeffer rauf, ne? Das ist ja nicht so, dass das hier... Genau. Wie gesagt, sind insgesamt 300 Kilo. Ordentlich was dran. Das sieht echt gut aus. Vorbereitung abgeschlossen. Ganz schnell und knackig. Jetzt nehmen wir euch mit, nach einem kurzen Schluck. Ja, weil... Das Guck mal her. Ist, also das ist ganz... Du hast da noch ein bisschen Schaum. Ja, danke. Ne, auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal einen Schluck trinken. Und jetzt geht's nämlich ans Anheizen. Zündel. So, jetzt werden wir die dicke Werder mal starten. Klappe ist schon auf. Ich ziehe hier nochmal die beiden Dinger raus. Ne, die müssen raus. Und dann kann man die hier so schön zack ranhängen. Feuerzeug, handelsübliche Grillanzünder drin, nicht die weißen, die stinken so. So eine Bio, was weiß ich, keine Ahnung, Dinger. Ja. Bio-Anzünder. Und dann fangen die auch schon langsam an zu brennen. Ich hoffe doch, das geht da überall so hin. Ja, alles klar. So, dann machen wir die Klappe mal zu. Dann Mitkommen. Starten wir den Master bald. Stellen eine Temperatur ein. Und zwar 110. Und jetzt hört man wahrscheinlich auch schon den Lüfter. Oh ja, ich merke ihn auch. Jetzt geht der Lüfter an. Und die dicke Bärder, es raucht auch schon. Legt los und gibt Gas. So, wir haben jetzt hier die App geöffnet. Machen wir einmal dicke Bertha verbinden. Verbunden. Zieltemperatur 110. 15 haben wir jetzt. Wir können jetzt noch eine Zeit einstellen. Ich werde nachher eine Zeit einstellen. Und zwar ungefähr so auf 3 Uhr morgens. Und wenn 3 Uhr morgens ist, dann werde ich mich rausbegeben, die Beef Short Ribs in Butcher Paper einschlagen mit ein bisschen Coca-Cola und gibt doch mal so ein bisschen was Süßes. Ich mag das gerne bei Beef irgendwie. Auch bei Schwein. Ich bin halt süßer. Und dann geht die Reise weiter für die Jungs. Ihr seht, es kommt jetzt langsam. Die dicke Hebärder muss jetzt ein bisschen ackern. Ne? Und man kann dann hier ganz toll seine Temperaturen einstellen. Also wie gesagt, wir machen jetzt 110 Grad, peilen wir an 111. Das ist, weil das von Fahrenheit auf Celsius umgerechnet wird, 111 Grad, ganz toll. Und dann funktioniert das Ganze auch verdammt gut, muss ich sagen. Allerdings. Ja, ich habe es ja schon getestet mit Loin Ribs vom Duroc. Also fantastisch. Ne? Deswegen. Der wird hier auch so oft genutzt. Nun haben wir die dicke Bärder eingeriegelt bekommen. Sie pendeln sich gerade ein, so zwischen 110 und 105 Grad.
immer hin und her, sie ist ordentlich dabei. Die Kohle, muss man sagen, die war jetzt noch fast voll, also der Kohlebehälter, und stand jetzt so 3 Wochen, ohne dass ich sie benutzt habe. Und die hohe Luftfeuchtigkeit hat jetzt dazu geführt, dass wir ein bisschen länger gebraucht haben, um die Diggebärde in Schwung zu kriegen. Hat jetzt ungefähr 20 Minuten gedauert und es wird schnell dunkel, aber wir haben gute Objektive und ja, wie ihr seht, sie läuft wunderhübsch. Jetzt ist auch schon ordentlich Glut, denke ich mal, in den Auffangbehälter reingefallen. Da werde ich gleich nochmal das Holz mit reinschmeißen und jetzt kommt eins, das Fleisch auf den Grill und ich habe keine Zange, die liegt noch beim Santos. Dann nimm die doch einfach so. Du hast doch gewaschene Hände. Das stimmt. Aber ich habe kein Waschbecken draußen. So, Knochenseite nach unten. Versteht sich von selbst. Und wir haben hier richtig geile Gussroste auch. Das macht richtig was her. Die beiden werde ich nochmal tauschen, weil das Stück ist dicker. Da kommt die heiße Luft, obwohl die... Nee, die zirkuliert ja auch. Zirkuliert wirklich sehr gut da drin. Da unten, müsst ihr euch vorstellen, ist das wie so ein Haus. Das zeigen wir euch gerne auch morgen nochmal, wenn besseres Licht ist. Ist wie ein Haus mit Fenstern an der Seite und die warme Luft strömt praktisch so rein, hinten gegen die Wand und strömt dann aus den Fenstern raus. Also da drin ist eine verdammt gute Hitzeverteilung. Das kann man nicht anders sagen. Die haben sich da wirklich ordentlich was bei gedacht. Ja. Holz? Das war's erstmal. Holz? Holz, ja, gut. Kann man jetzt nochmal reinschmeißen, aber. Oh, Alter, das leuchtet aber lichterloh hier drin. Upsala. Das ist aber schönes Licht, komm mal ran hier. Schön wie bei Modern, oh, ja. Wie bei Modern auf dem Bärenfell, weißt du? Ach, da unten schmeißt du das immer rein. Ja, das schmeiß ich da jetzt einfach rein. Guck mal, da kommt auch schon die Glut. Und dann, ah, siehst du? Ja. Da haben wir den richtigen. Dann schmeiße ich da jetzt mal einfach so ein bisschen Holz rein. Das wird nicht anfangen zu brennen. Das wird einfach nur, das dauert jetzt noch mal so 20 Minuten. Und dann haben wir hier gleich richtig schön, wie beim Smoker, richtig geil vom allerfeinsten Rauch. Also das funktioniert wirklich gut, auch mit den großen Stücken. Hätte ich nie im Leben gedacht. Ich habe es ja ausprobiert und habe ich dann so auf meine Lounge gelegt, Zigarre geraucht und dann so 10 Minuten später denke ich, Mensch, wo kommt der ganze Rauch hierher? Also das funktioniert echt gut. Ja, damit verabschieden wir uns erstmal bis morgen früh. Noch ein Bier zapfen, Zigarre rauchen und abwarten, Tee trinken. Nee, Bier trinken. Bier trinken, also, ne? Genau. Samstagabend bis morgen früh. Bis morgen. Moin Giorno, wir melden uns zurück nach einer kurzen Nacht für mich. Für mich war sie gut. Kleine Historie, wie es hier heute Nacht ging mit unseren Beef Short Ribs, Short Beef Ribs, Ribs. Mit ein bisschen Short Beef. Auf jeden Fall, ich hatte den Kerntemperaturfühler auf 76 Grad eingestellt. Da wollte ich sie dann einschlagen in Butcher Paper mit ein bisschen Cola. Bin dann bei 74 Grad wach geworden. Das war so gegen 1:30. Oh, fast Punktlandung, würde ich mal sagen. Ja, die innere Barbecue-Uhr, die funktioniert noch. Sehr gut. Und dann habe ich Kohle nachgefüllt. Die war dann auch ziemlich am Ende. Das war also alles Punktlandung. Ja, habe sie dann eingeschlagen bis heute Morgen um 6. Dann habe ich im Bett den Kerntemperaturfühler hatte ich rausgenommen, wegen dem Butcher Paper. Habe das dann so nach Gefühl gemacht. Ich dachte so, gut um 2 bis morgens um 6 sollte eigentlich passen. Dann habe ich ihn runter geregelt. Sowieso sind wir die ganze Nacht eher so auf 105 Grad gefahren, 110, 105. Nicht mehr auf 120, habe ihn dann doch ein bisschen runtergenommen. Ja, Räuchern hat super funktioniert. Das hat hier ordentlich geraucht die ganze Nacht. Das heißt, du hast auch 105 Grad die ganze Nacht durch bis heute Morgen. Genau, ich hatte 105 Grad. Also wir hatten ja gestern gesagt 120, habe ihn dann nachher aber runtergenommen. Auf 105 Grad. Ja. Das war dann doch lieber ein bisschen langsamer. Wir hatten mehr Zeit, ne? Eben. Und ja, heute Morgen hat sich leider meine Steckdose ausgeschaltet, weil die ist so ein bisschen getimed. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. War dann aber nur eine halbe, dreiviertel Stunde aus.
Sprich, jetzt läuft er wieder. Alles gut gegangen, alles zufriedenstellend. Ich habe dann nochmal Kohle aufgefüllt heute Morgen um 7 circa. Da war aber noch ein Viertel drin. Also wir haben gute 1, 2, 2,5 Ladungen verballert. Mhm. Holzkohle, ne? Ich denke mal, halt auch ein bisschen. Mit Briketts wird es dann nicht so viel, aber mit der Holzkohle waren es jetzt 2,5. Ja. Wo ich ganz erstaunt war, mit dem Räucherholz, das hat sehr gut funktioniert. Ja. Also ich habe da gar nicht so dran geglaubt, das einfach nur unten in die Auffangschale für die Holzkohle reingeschmissen. Hab eben noch mal reingeschaut und du siehst gar nichts mehr vom Holz. Also das ist super gut durchgeräuchert. Ja, das ist wirklich eine Sache, die funktioniert wirklich gut. Ja. Ich habe auch noch einen anderen Räucherschrank. Da ist das so, dass das immer alles dann anfängt und loslegt. Man also sieht ihn da noch stehen, den kleinen Elfenego. Du hast halt viel Rauch so auf Mal. Das räuchert natürlich auch dementsprechend lange, weil es ja größere Stücken sind. Hier ist das so, dass erst eins anfängt, dann fängt das andere Stück an. Also du hast so über eine, konstant, über eine lange Zeitspanne hast du halt richtig schön Rauch. Ne? Rauch geht immer. Bier ist heute Morgen noch nicht so. Aber vielleicht gleich, wenn die Kamera rausgeht. So, ich habe die wie gesagt eingeschlagen. Und dann holen wir mal, ich ziehe mir mal Handschuhe an, weil das ist dann doch ganz schön warm. Hier holen wir die mal rauf und dann gibt das hier gleich eine schöne Sauerei. So, das sieht jetzt ein bisschen wild aus, weil ich die heute Morgen nochmal neu eingeschlagen habe. Ich habe nämlich einmal reingeguckt, was die Flüssigkeit sagt. Und nur mal gucken, ob wir die auch hier heil rauskriegen, ohne dass mir die zerfallen. Ja, wird schwierig. Legst du hin? Ja, warte. Ich nehme mal sonst die. Sie sehen perfekt aus. Ich komme mal kurz nach vorne. Die schmeiße ich mal hier hin. Poff. So sehen sie aus. Ja, also ist ordentlich zurückgegangen, das Fleisch. Das ist ja immer so. Genau. Auf der anderen Seite, ja, lass sie mal vom Brett rutschen. Hier sieht man so schön, ne, wie der Knochen sich gezeigt so, hat. So, und dann guck doch mal, ob du da einen Knochen so rausziehen kannst. Ui. Hoppala. Nehmen wir mal klassisch den Mittelknochen. Alter, wie Butter. Guckt euch das an. Sauber gelöst, würde ich mal sagen. Ich mach mal hier. Ich brauch gar nicht schneiden. Das Messer fällt so mit dem Gewicht selber durch. Autsch. Warm ist das auch noch. Ich zeig mal kurz. Also das ist wirklich. Man sieht. Ich komm noch mal nach vorne. Wie ist das mit dem Rauchring, ja, ne? Man sieht hier richtig schön. Rauchring, circa einen halben Zentimeter hat der Rauchring. Ja, und wir sind gestartet gestern gegen 16 Uhr, bis er dann so richtig in Fahrt kam. Nee, 18. 18 Uhr meine ich ja, Entschuldigung, ich bin ein bisschen durcheinander noch. Zu früh für dich, ne? War eine verdammt kurze Nacht, weil ich habe wirklich wenig geschlafen, weil ich immer wach war. Was ist bloß mit den Ribs? Dann hat meine Lütte auch noch bei uns mit im Bett geschlafen, die macht sich auch mal schön breit. Also das war richtig. Also ja, sieht auf jeden Fall perfekt aus. Ihr seht. Sehr schöner Rauchring, schöner Rauchgeschmack. Schöne Man Frucht, schmeckt das Fleisch noch sehr schön, dadurch, dass wir nur Salz und Pfeffer drauf gemacht haben. Das Kollagen hat sich super aufgelöst. Ja, davon ist nicht mehr wirklich viel über. Nee. Butterweich oder butterzart. Also sowas spricht dann immer für sich, ne? Mega lecker. Es war jetzt auch echt lange. Aber es lohnt sich einfach, ne? Man macht das nicht jeden Tag. Low, geht immer. Man kann das natürlich auch alles beschleunigen. Texas-Krücke kennen wir alle, 6 Stunden, 3 Stunden so, 3 Stunden so. Aber ich bin Fan von Longjobs. Oh. Und dann nachher ein bisschen einschlagen für den Geschmack noch mal mit der Cola. Oh, die Kruste ist auch gut. Sehr lecker. Hat sich gelohnt.
Pfeffer kommt gerade. Das ist gut. Also ich werde das nachher so machen, ich mache mir noch eine schöne Pesto selbst. Ein paar Nudeln. Und dann lege ich mir einmal so ein, ne, ziehe das ab und so ein schönes Stück geschmortes Fleisch oder gesmoktes Fleisch oben drauf. Und dann kannst du das schön mit der Pesto, mit der Pasta schön weg hier so abmachen und schön reinnageln. Schmeckt super. Freue ich mich schon drauf. Auf jeden Fall mega lecker. Ja. Also jetzt habt ihr auf jeden Fall mal gesehen, wie man mit dem Masterbuilt Gravity 800 auch smoken kann. Dicke Bär, einfache Nummer. Dicke Bär, da hat er super gemacht. Ja. Ich mache sie mal aus. Na, die Dinger schiebt man einfach wieder rein. Genau, dann ist die Luftzufuhr gestoppt und dann geht die Kohle auch aus. Und die Nado geht aus. Mal. Jetzt dauert es ein, zwei Stunden, dann ist die Kohle aus. Ja. Ja, was soll man sagen? Hat sehr gut funktioniert. Das war super. Wir hätten locker noch. Sieht auch noch gut aus innen drin. Locker noch 4 Portionen mehr raufschmeißen können. Also Platz hat das Ding ohne Ende. Ohne Ende. 4 bis 6 sogar, wenn du es richtig quetschst. Ja, 6 Stück kriegst du rauf, ne? Auf jede Ebene 2. Also. Hat sich sehr gut gelohnt. Ast rein. Dicke Bertha ist eine Bank. Läuft echt kontinuierlich gut durch. Ja. Habe ich gar keine Schmerzen mit gehabt. Wenn es euch gefallen hat, wie immer nachmachen. Und auch solche langen Sachen lohnen sich einfach. Mhm. Es muss nicht immer hot and fast sein. Texas-Krücke und so ein Gedöns, das kann auch ruhig mal klassisch. Bisschen länger dauern. Tut dem Fleisch keinen Abbruch. Das ist geil. Ist auf jeden Fall super saftig noch innen drinne. Und ja, wie du schon gesagt hast, schöne Kruste noch drauf, ne, durch das Räuchern. Das Fleisch hat auch eine schöne rötliche Farbe angenommen. Mhm. Also, top. Ich hatte heute Nacht, um 1:30 bin ich hier raus, habe hier rumgeknistert mit dem Butcher Paper. Hatte ich schon Angst, weil das war so richtig ledrig. Mhm. Ist ja normal beim Smoken. Aber jetzt nochmal mit der Flüssigkeit ist das doch richtig gut geworden. Ja, auf jeden Fall. Absolut. Also, nachmachen lohnt sich wie immer. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ruhig einen Daumen da lassen. Genau. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ganz genau. Ciao, eure Not für No Barbecue Bros. Ciao.